So, das ist meine zweite Kantine für Kleinstvögel. Und da habe ich auch gemerkt, dass jemand sich an die Löcher ranmacht. Ist hier zu sehen, diese Seite ist sehr erweitert. Ich würde sagen, das ist Eichhörnchen. Die wollte ein bisschen Leckerlis haben. Auf jeden Fall habe ich hier auch so ein Käfig drum herum gezogen und einige Löcher hier erweitert. Einfach mit so einer Drahtschere. Es ist auf jeder Seite ein paar Löcher, wo sie rankommen. Und so bei dem ist hier vorne zwei Nägel, die muss ich zur Seite schieben. Dann kann ich die eine Wand hier so rausziehen. Und drin ist auch nichts anderes als Schall. So, da kommt wieder neues frisches Futter rein und reicht wieder ungefähr für eine Woche. Ach ja, genau. Eins habe ich gemerkt, daran habe ich früher nicht gedacht. Jetzt kommen zwar keine großen Vögel rein, aber auf diesem Baum können wunderbar Mäuse in das Häuschen rein und sich auch bedienen. Ja, im Moment habe ich noch keine Idee, wie ich das Häuschen davor schützen kann. Vielleicht muss ich tatsächlich die aufhängen, die Häuschen. Mal schauen, aber in der Zeit können sich auch die Mäuse ruhig bedienen. So, bis dann.